Edith Gobel und ich spiele in der Band Fall to Rise Keyboard. Und wir hatten dieses Wochenende die tolle Möglichkeit, hier im Gröninger Bad in einem Projekt teilzunehmen. Und wir haben gesehen, dass man sehr viel mehr machen kann als zu Hause in der Garage bei Aufnahmen. Man kann sehr viel mehr in die Tiefe gehen und es ist sehr interessant zu sehen, was man mit der Technik für Möglichkeiten hat, auch zum Beispiel an den Sounds viel zu verändern. Hallo, mein Name ist Jürgen Schienemann, Leiter des Workshops Pair to Pair. Inhalt des Workshops war natürlich erstmal zu klären, wie nehme ich besser auf, wo liegen die Schwächen oder wie kann man seine Aufnahmen generell verbessern. Das fängt natürlich an bei Signalwegen bis hin zur Bearbeitung der Audioaufnahmen. Aber man musste doch erstmal einsehen, dass man beim Musikmachen erstmal darauf ankommt, nach Klick zu spielen. Hallo, ich bin Steffen Strohbach, einer der beiden Gitarristen von Fallen to Rise und wir haben hier als Band im Gröninger Bad die Möglichkeit, eine professionelle Aufnahme durchführen zu können. Hier im Gröninger Bad hat man die perfekten Bedingungen dafür. Man kratzt nicht nur wie zu Hause bei der Aufnahme nur an der Oberfläche, sondern man kann hier einfach auch in die Tiefe und in die Breite mehr gehen. Mein Name ist Julia Heinemann und ich hatte die Möglichkeit, mit der Band Fallen to Rise diesen Workshop zu machen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen und es war auch wirklich sehr interessant, denn klar lernt man in der Schule, wie man Sachen zusammenschneidet, gerade die Sounds, aber mit solchen Möglichkeiten natürlich nicht und meistens kamen dann auch sehr wirre Sachen raus. Aber hier lernt man natürlich toll, wie man es zusammenschneiden kann und das ist wirklich sehr interessant.